Hallo, servus. Grüß dich wieder auf meinem Channel. Heute geht's in meinem Best Ager Tutorial um die Unsichtbarkeit. Es ist dir sicher aufgefallen, dass du schon unsichtbar geworden bist. Ja, also zuerst erkläre ich dir wieder, was das eigentlich genau ist. Und bleib bitte auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil dann erfährst du, wie du wieder sichtbar wirst. Ja, das ist heute ganz besonders wichtig. Also, was ist das genau? Bei manchen fängt es ja schon mit 40 plus an. Man nennt es auch Altersdiskriminierung. Und spätestens dann war es das, wenn du an einer Baustelle vorbeigehst. Die Bauhakler pfeifen noch. Du drehst dich dankbar um. Und dann merkst, dass die Jüngere hinter dir meinen. Es ist eh total primitiv. Früher hast du ja nicht einmal umdreht. Aber heute hättest du dich halt schon gefreut. Naja, und als Schauspielerin ist das besonders blöd. Weil stell dir vor, du stehst auf der Bühne oder die Kamera ist auf dich gerichtet und es sieht dich keiner. Und als Mütter werden Mitte 20-Jährige castet und bei den Männern ist das natürlich wieder anders. Die spielen ab Mitte 30 Väter, was durchaus realistisch ist, ne? Gefragt sind in erster Linie Frauen Mitte 20, blond, also arische Sexsymbole. Ein blond fern hilft mit 50 plus auch nichts mehr. Und den Männern können wir auch nicht immer die Schuld geben, weil das Ganze stammt ja nur aus der Antike. Das baut ja alles auf die gescheiten Aussagen vom Aristoteles auf, nicht? Unsere ganze Gesellschaft. Wie soll sich bitte der Mann gegen eine 3000 Jahre alte Erkenntnis wehren? Wir sollten uns eher ein Beispiel an den Männern nehmen. Die werden auch älter und haben Wechseljahre, aber die gehen besser mit ihrer Reife, Erkenntnis und Wissen um als wir. Wir trotschen halt zu viel. Also, wie kannst du jetzt damit leben? Ich meine, du könntest natürlich für den Rest deines Lebens unterirdisch gehen oder loslassen. Es ist ja eh nicht lustig, jung und faltenfrei sein. 50 plus ist das neue 30. Sagen alle. Am besten machst du dir klar, wo du stehst und rüstest dich für das, was jetzt kommt, nämlich wieder sichtbar werden. Und ich erkläre dir jetzt, wie das geht. Also fangen wir mit den Oberflächlichkeiten an. Du könntest die liften lassen, aber das kann sich vielleicht nicht jeder leisten. Außerdem besteht die Gefahr, dass du irgendwann nicht mehr nur Haut hast da und dann wissen sie nicht mehr, wo sie das alles hinziehen sollen und dann schaust vielleicht so aus. Abgefackte Jeans und Minirockerl sind eine gute Empfehlung. Und gegen die Halsfalten tragst du am besten einen Rollkragenpullover. Das ist ganz angenehm, vor allem im Winter. Und gegen die Hängepackerl ist die Maske jetzt recht gut. Dem Covid sei Dank. Und für die Zeit danach kannst du ein Haarwuchsmittel besorgen. Wir müssen dieselben Maßstäbe wie die Männer anlegen. Und jetzt kommen wir zu den viel wichtigeren inneren Werten. Spür deine Stärken aus und deine Erfahrungen. Also wenn du im Supermarkt angestellt stehst und es drängt dir einer auf die Seiten und sagt, Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen, dann nimmst du Konservendosen oder vielleicht hast du gerade eine Flasche Wein in der Hand und haust das ihm auf die Zehen. Das hinterlässt garantiert einen bleibenden Eindruck. Besonders wenn einem der Zechen am nächsten Tag noch wehtut. Wenn du in einer Runde sitzt mit mehreren Leuten, wo auch eine jüngere Dame ist und die Herren wieder mal alle sind nur für sie interessieren, sie ausfragen, flirten mit einer Alten ist nicht angesagt, in so einer kränkenden Situation hilft ja nicht einmal nackert ausziehen, dann ergreifst du am besten die Initiative und stößt ihm eine direkte Frage, weil dann kann er nicht aus. Dann muss er der Aufmerksamkeit schenken, der Ausblender. Und dann wirst du eh sehen, wie viel er zum Sagen hat. Also, das war es wieder für heute. Ich hoffe, ich habe dir weiterhelfen können. Mach's gut. Und Daumen hoch. Bis nächste Woche. Pfiat dich.